Ja, man hört Schlagzeilen über Davos. Davos in der Krise. Davos verliert den Anschluss. Donnergrollen in Davos. Wenn Sie so Schlagzeilen hören, was geht Ihnen da durch den Kopf? Ja, es ist keine Überraschung, weil wir sind effektiv so schlecht noch nie in der Saison gestartet, seit ich dabei bin. Heute habe ich zwar noch irgendwo gelesen, es hätte mal unter Mano schon eine gegeben, ist aber noch vor meiner Zeit gewesen. Und ja, das ist klar, das ist Teil des Sports. Wie unruhig sind das? Sie haben den Gesamtblick, Sie schauen den Verein als Ganzes an, Sie tragen auch die Verantwortung für den Verein. Wie unruhig sind Sie in so einer Situation, wenn Sie an zweitletzter Stelle sind oder noch weiter hinten bald? Ja, selbstverständlich beunruhigt einem das, wenn man die Verantwortung trägt, oder? Die gute Seite ist, wir sind eigentlich in allen anderen Bereichen, den nicht-sportlichen Bereich im Moment sehr solid aufgestellt. Aber so weit hinten, oder? Immer etwas Höchst und Tiefs, aber das ist jetzt ein Tief, das ich noch nie erleben musste. Und auch der Arno eigentlich sich kaum mehr daran erinnern, dass er so eins erlebt hat. Das beunruhigt, keine Frage. Wenn Sie die Heimspielbilanz anschauen, das ist ja eine Plattform, wo man die Leute anspricht, die eigenen Fans, jetzt haben Sie 7 Spiele, 6 Mal verloren, das Torverhältnis ist extrem negativ. Ist das alarmierend, die Situation, nur schon daheim, oder? Also auswärts ist es auch nicht gut, aus sportlichen Gründen, wenn man nicht gewinnt, aber daheim tut es wahrscheinlich noch mehr weh. Ja, das ist in der Tat so, weil daheim sollten wir unseren Zuschauern eigentlich ein Spektakel bieten, wo sie nachher mit einem guten Gefühl das Stadion verlassen. Und wenn man so verliert, dann verlassen sie das nicht mit einem guten Gefühl. Und dann ist natürlich die Chance, dass sie wieder mal ein Billett kaufen, einfach kleiner, als wenn sie mit einem guten Gefühl heimgehen nach einem Abend. Also ja, Heimniederlagen schmerzen in dem Sinn, vor allem in kommerzieller Hinsicht mehr, rein in sportlicher Punktehinsicht ist es egal, wo man verliert. Aber für den Club ist es natürlich schlechter, die Heim zu verlieren als auswärts. Marc Wieser ist einer der Leader, auch ihm läuft es nicht. Er hat jetzt ja nach dem letzten Spiel im Interview mit MySports gesagt, wir müssen alles anschauen, wir müssen vor allem die Arbeit in der Defensive komplett überarbeiten. Zu welchem Schluss kommen Sie? Das war eine Stimme aus dem Ring. Sie schauen es von außen an. Was haben Sie für Eindrücke? Ja, ich bin ja nicht der Spezialist für Eishockey, wie er ist. Aber ja, man hat schon den Eindruck, einfach, es ist ein Gemeinplatz, aber es ist eine verunsicherte Mannschaft. Das führt dazu, glaube ich, dass es mehr individuelle Fehler gibt. Ich habe jetzt zum Beispiel vom letzten Match, ich habe den Match live gesehen, nachher aber auch zum Teil die Sachen nochmal angeschaut im Fernsehen. Ja, das sind individuelle Fehler, stehen am Anfang von vielen Goals, oder? Die Leute stehen allein in guten Schusspositionen, wo sie einfach nicht stehen sollten, weil jetzt sollte noch ein eigener Spieler daneben sein. Das ist beunruhigend und das ist aber natürlich ein Zeichen davon, dass alle im Moment sehr viel nachdenken und irgendwo nicht recht weiter wissen. Jetzt in solchen Situationen probiert man immer Input zu geben, als Verein Sachen zu verändern. Sie haben Sandro Rizzi dazugeholt im Coachingstab. Sie haben die Sportkommission, die sich mit dem Ganzen auseinandersetzt, wo der Trainer drin ist. Wie viel Spielraum haben Sie noch? Sie haben den Goalie-Wechsel gemacht vor der Saison. Wie viel Spielraum haben Sie noch, um Kursänderungen herbeizuführen von außen? Ja, man hat generell ja nicht sehr viel Spielraum. Oder? Es gibt keinen Schweizer Spieler auf dem Markt. Also man muss im Grundsatz muss man sagen, nein, die Mannschaft hat Qualität. Wir müssen mit dieser Mannschaft aus dem rauskommen. Und klassischer Trick ist in Anführungszeichen Trick, ist, dass man den Trainer wechselt. Wir glauben, auch das ist im Moment nicht das Thema. Hinterfragen muss man alle die Positionen. Aber im Moment sollten wir Ruhe reinbringen und Schritt für Schritt das aufbauen. Eben, die Mannschaft muss nicht, wie der Marc Wieser sagt, so furchtbare Defensivfehler machen, weil es sind eigentlich Leute, die das eigentlich können. Oder? Und jetzt muss man es wieder dorthin bringen, dass sie es so machen, wie sie es können. Sie haben den Trainer angesprochen. Sie kennen ihn, Sie erleben ihn seit Jahren, Sie arbeiten sehr eng mit ihm zusammen. Wie nehmen Sie den Arno Del Gurto wahr in dieser sehr schwierigen Situation sportlich? Ja, er ist auch unter Druck, er ist auch, leidet auch mehr natürlich, als wenn er vorne mitspielt. Das merkt man schon, auch er war in so einer Situation nicht so oft gewesen. Er hat oft einen gewissen so professionellen Pessimismus, oder? Und hat jedes Jahr gesagt, er müsse dann grausam um den Strich kämpfen, aber er hat es nie in dem Maße wirklich müssen. Und jetzt
ist es ein Kampf, wo ich sage jetzt nicht gerade aussichtslos ist, aber wo dann ein ganz schwerer Bergaufkampf wird sein, dass wir allenfalls sogar noch die Playoffs erreichen. Aber vor allem müssen wir natürlich auch darauf achten, dass wir nicht absteigen. Das ist dann das ganz wichtige Thema, oder? Ich würde mich korrigieren, wenn es nicht stimmt. Sie haben selber gesagt, es gibt keine Heiligtümer. Der Arno gilt in der Schweizer Hockeyszene als Ikone. Er ist seit 1996 ununterbrochen in Davos am Werk. Sie haben auch gesagt, auch in der Privatwirtschaft muss man irgendwann alle Positionen anschauen. Ab wann kommt es denn so weit, dass man ihn unter die Lupe nehmen muss? Wo sie ja ein absolutes Vertrauensverhältnis zu ihm haben und er wirklich eine Sonderrolle spielt. Ja, ich bin ganz grundsätzlich der Meinung, ein Verwaltungsrat, selbst wenn es gut geht, man muss immer alle Positionen immer wieder hinterfragen. Und wenn es schlecht geht, muss man sie intensiver hinterfragen. Und insoweit tun wir jetzt auch die Position von Arno hinterfragen. Wir sind aber bis jetzt zum Schluss gekommen, das Aussichtsreichste ist, mit ihm jetzt vorläufig weiterzumachen. Aber ob wir in 3 Monaten das immer noch so denken oder in 2 Monaten, das kann man jetzt nicht sagen. Das kommt darauf an, wie sich es präsentiert. Also eben, es gibt kein Heiligtum. Wir hinterfragen ihn, wir hinterfragen jeden anderen eigentlich, der in diesem Team ist. Nur kurzfristig und langfristig muss man dann auch nochmal unterscheiden. Oder? Haben wir kurzfristig jemanden, kann man ja nur machen, eigentlich, wenn man sagt, wir können da etwas Besseres machen. Das haben wir im Moment nicht das Gefühl. Ich habe auch nachgelesen oder von Ihnen schon gehört, es gibt ein Agreement. Also wenn der Arno tatsächlich zur Überzeugung käme, die nichts mehr zu bewegen, dann erwartet sie, dass er auf sie zukommt und ihnen das vorgängig sagt. Befürchten sie so etwas? Weil sie spüren ja, wie er funktioniert. Sie spüren, sie wissen auch, was er alles geleistet hat für den Wolf. 6 Meistertitel gewonnen, unzählige Playoff-Teilnahmen hintereinander, 23, bald oder 22. Haben Sie Angst, dass es plötzlich zu so einer Situation kommt, dass der Arno selber das Gefühl hat, ich komme nicht mehr weiter, ich sehe da keinen Ausgang mehr? Also es ist nicht ein Agreement, das ist der Charakter von Arno. Wenn er das Gefühl hat, selber, da bin ich überzeugt, jetzt einfach von seinem Charakter her, er kann es nicht mehr bringen, es ist nicht mehr gut für den Club, dass er bleibt, dann glaube ich, wird er gehen, oder? Das Agreement, das Sie so ein bisschen im Kopf haben, ist, dass ich immer gesagt habe, wenn er in guten Zeiten irgendwann aufhören, weil er auch nicht mehr der Jüngste ist und sagt, das ist mir jetzt zu anstrengend, dass er dann früh kommt und mir sagt, los, nicht am 28. April, ich bin dann am 1. Mai weg, sondern dass er möglichst 3/4 Jahre früher kommt und sagt, los, das ist meine letzte Saison, mach die gerne noch und möglich werde ich noch Meister, aber jetzt müssen wir langsam einen neuen Coach suchen, weil ich gesagt habe, wir haben keine Erfahrung im Coach suchen und für das wollen wir auch Zeit, wenn wir ihn ersetzen müssen. Also das eine ist, glaube ich, einfach sein Charakter ist nicht ein Agreement. Wenn er nicht mehr selber der Überzeugung ist, er kann noch etwas beitragen, dann ist er der Typ, der sagt, ja, dann kann ich nicht einfach da hocken und bleiben und noch einen Sessel kleben, oder? Aber solange er die Hoffnung hat und das Gefühl, er könne, ist es allenfalls uns zu schauen, sind wir der gleichen Meinung und das sind wir im Moment, oder? Das ist die beste Variante, die wir haben. Dann nachher arbeiten wir weiter zusammen, oder? Jetzt die Situation, die aktuell vorherrscht, tangiert ja auch die Zukunft. Sie sind in Verhandlungen mit diversen Spielern. Es laufen meines Wissens 9 Verträge aus, plus 3 oder 4 Ausländer. Wie sehr behindert Sie das, an die Zukunft zu denken, wenn Sie einfach das Aktuelle im Auge haben müssen, dass es da nicht einen Flächenbrand gibt, einen sportlichen? Ja, das ist ein bisschen Schwierigkeit, selbstverständlich, oder? Aber mit dem müssen wir einfach durch. Das ist Schweizer Eishockey, dass um diese Zeit, also zu Beginn der Saison sozusagen, laufen die Vertragsverhandlungen für die nächste Saison. Und da können wir uns nicht dispensieren daraus raus. Da müssen wir einfach mitmachen, da müssen wir eine Planung haben. Darum haben wir jetzt auch gewisse organisatorische Massnahmen ergriffen, damit der Arno dort stärker entlastet wird, weil er jetzt wirklich außergewöhnlich viel zu tun hat, sage ich, direkt auf dem Eis, direkt mit der Mannschaft. Das haben wir versucht zu machen und dort arbeiten wir in der Tat dran an der nächsten Saison. Da sind wir jetzt dran an den Gesprächen und meistens werden dann die so im Laufe des November viele abgeschlossen, oder? Also rechnen Sie damit auch nächstens mit einem Statement können an die Öffentlichkeit gehen? Ich denke an Enzo Cori, wo man immer wieder sagt, das ist ein Spieler, der sich viel darum dreht, was sich auch noch nicht entschieden hat, wo man noch dran ist. Oder haben Sie jetzt eben, können Sie das jetzt gar nicht einfordern, weil der Spieler auch nicht weiss, in welche Richtung es geht?
Also man ist mit verschiedenen Spielern, unter anderem mit dem Enzo Corvi, in Gespräch und hofft, dass man die zu einem guten Abschluss bringt. Wann genau man die zu einem Abschluss bringt, das kann ein bisschen variieren. Aber ich denke, November ist typischerweise die Zeit, die es heutzutage ist. Wir haben in den guten alten Zeiten haben wir am Spengler die neuen Verträge bekannt gegeben. Heute ist es eher einen Monat früher oder so. Aber ob es zu einem Abschluss kommt, weiss man erst, wenn die Unterschrift da ist. Jetzt schauen wir noch mal ein bisschen führen. Was gibt Ihnen trotz allem, trotz dieser Turbulenzen, die jetzt hier herrschen, trotz einem sportlich, trotz einem Stillstand oder einem Rückfall, Zuversicht, dass es Davos eben auch ein 26. Mal in Serie seit dem Wiederaufstieg schafft, noch unter die erste Nacht vorzurücken? Ja, ich glaube, die Mannschaft hat an sich die Qualität, um das zu können. Die Mannschaft die ist nicht schlecht, die ist eigentlich individuell gut besetzt. Sie ist, wie gesagt, im Moment in einer Krise und das ist sehr schwierig für mich zu sagen, was das eigentlich bewirkt. Wie eine ganze Mannschaft kann kollektiv nervös werden und dann wirkt sich das so aus, dass die Individuen nicht mehr ihre volle Leistung abrufen oder dumme Fehler machen und so weiter. Und aus dem herauskommen ist eben so schwierig. Man hat es auch bei anderen Mannschaften immer wieder gesehen. Oder? Man hat auch gesehen, dass wir bis heute jetzt die Einzigen sind, die eigentlich unter dem Trainer immer Playoffs erreicht hat und andere mit eher stärkeren Teams eigentlich noch zum Teil sie verpasst haben. Man hat aber auch Situationen gesehen, wo der letzte Meister geworden ist, wo noch knappstens in die Playoffs hineinkommt. Also im Eishockey ist schon vieles möglich und so eine Mannschaft kann sich fangen im Laufe einer Saison. Die hat 50 Spiele, aber es ist klar, jetzt, nachdem bereits ein schöner Teil von diesen Spielen durch sind und so viele Punkte wir hinten drin sind, ja, ist es sicher ein Kampf bergauf. Oder? Und ob man es schafft, wird man sehen. Aber ich glaube, Qualität eigentlich müsste da sein. Und vielleicht gibt es dann, oder, dass sich irgendwie der Schalter umgelegt wird und dann fangen sie an zu gewinnen. Dann ist wieder alles möglich.